So, moin moin, liebe Leute. Es ist jetzt der Abend des letzten Tages, also noch der 11. Ich bin gerade dabei, den Vlog von gestern zu rendern. Das wird immer anstrengender mit der Zeitverschiebung hier. Und wollte eigentlich nur kurz noch ein Statement abgeben, was ich ganz vergessen habe, gestern im Vlog zu sagen. Und zwar war gestern ja mein erster Tag, an dem ich die Tabletten nehme. Und ich habe ja auch am Vlog vorgestern gesagt, dass die Tabletten erstmal eine Weile brauchen, bis die wirken. Also normalerweise dauert das an die 2 Wochen, bis man da wirklich eine Wirkung merkt, dadurch, dass der Körper sich ja darauf erstmal einstellen muss. Und das hat halt, ja, dauert halt eine Weile. Das ist ja ganz normal, das ist bei vielen homöopathischen Sachen so. Und ich, keine Ahnung, vielleicht ist das einfach Einbildung, weil ich eben jetzt eine Tablette nehme und mir einbilde, es geht mir besser. Oder es ist tatsächlich, es hat tatsächlich schon eine gewisse Wirkung, was vermutlich medizinisch gesehen totaler Schwachsinn ist. Aber ich behaupte von mir, heute war einer der besten Tage der letzten Wochen. Und zwar nicht deswegen, was passiert ist, sondern weil da ist eigentlich gestern, ist, also heute ist eigentlich ziemlich viel Mist passiert. Viel nerviger Mist, Renderprogramm, Stress, PC-Stress, der ganze Stress mit dem eBay-Fritzen und hin und her. Deswegen der Tag an sich jetzt eigentlich nicht unbedingt schön war, aber ich hab das Gefühl gehabt, ich hatte heute unglaublich viel Energie. Denn ich fühle mich jetzt, und wir haben es nach 12 Uhr immer noch nicht ausgepowert, ich habe jetzt, ich habe den kompletten Tag ein Video geschnitten und gerendert und den ganzen Quatsch von Raw, plus morgens ja auch noch den Vlog von gestern fertig gerendert und hochgeladen, jetzt den Vlog von heute fertig gerendert und hochgeladen, oder, ja, hochladen werde ich morgen früh. Ich fühle mich nicht ausgepowert. Überhaupt nicht. Und das war ein relativ produktiver Tag und ein relativ anstrengender Tag. Deswegen, hooray for Medikamente. Und wenn es nur ein Placebo-Effekt ist, hooray for Placebo-Effekt. Hoffentlich bleibt das so. Hoffentlich steigert sich das noch. Am Ende werde ich noch produktiv. Gott, wo kam man da hin? Nee, da muss ich wieder einen Let's Play-Kanal machen, weil ich nicht weiß, wohin mit meiner Energie. Nee, da wollen wir nicht mehr hin. Ich glaube, ich setze die Tabletten gleich wieder ab. Gut. Wir sehen uns morgen für euch gleich. Mann, bin ich schlau. Moin, moin, liebe Leute, zu einem neuen Tag. Wir haben es 8:45. Ich habe nicht so gut geschlafen oder nicht so lange geschlafen, wie ich mir gewünscht hätte. Lou hatte Frühschicht, das heißt, sie ist irgendwann um 7:45 raus. Danke, E-Mail. Dann war ich auch wach und konnte nicht mehr einpennen. Ich musste auch Jigen noch rauslassen, der wollte nämlich dann auch raus, weil Lou raus ist. Aber man kann Jigen dann nicht rauslassen, wenn man rausgeht. Zumindest kann das Lou nicht. Mir läuft er nämlich nicht so lange nach, er weiß, dass ich dann sauer werde. Aber ja, Lou läuft da immer nach, und zwar so weit, wie sie halt geht, bis sie sich umdreht und ihn in die Hand nimmt und dann zurückträgt. Deswegen muss er immer drin bleiben, bis Lou erstmal weit genug weg ist, und dann kann ich ihn rauslassen. Das heißt, ja, ich musste sowieso aufstehen. Ja, Tabletten genommen, noch ein bisschen Videos geguckt, jetzt aufgestanden, geschaut, ob der Upload fertig ist. Den habe ich nämlich über Nacht jetzt laufen lassen, weil der Vlog war 1 GB groß und ich war auch noch was am Runterladen, von daher hat das ganz gut gepasst. Hab das einfach über Nacht hochladen lassen jetzt. Der geht um 12 Uhr um 12 Uhr online. Dann ja, dann eigentlich nix. Ich hab eben mal ein bisschen nachgeschaut, was die Pakete, die heute kommen, angeht. Da wird eventuell gar nicht so viele Leute kommen. Die Seiten, so wie meine Handyhülle, kommen jeweils mit der Post, also Briefpost. Das heißt, die können von heute bis Ende der Woche irgendwann kommen. Das heißt, das muss gar nicht heute sein. Allerdings hat Lou einen Swiffer bestellt und der soll heute kommen. Jo. Mit dem, oh, ich kann ja gerade mal live gucken, ob sich mit dem Laptop jetzt irgendwas getan hat. Ich glaube nämlich nicht. Ich habe um 8 Uhr reingeschaut, da hat sich nichts geändert, aber so früh updaten die ja alle normalerweise ihre Sendungsverfolgung nicht. Wäre auch
Quatsch. Wobei, manchmal ist es so ein bisschen, denkt man sich so, ja, rückwirkend hättet ihr nicht irgendwie mal früher updaten können, so dann kommt um 15 Uhr das Update, dass um 8 Uhr irgendwas gemacht wurde. Nee, ist nichts passiert. Steht immer noch die Sendung Daten erhalten um 18 Uhr noch was gestern. Naja, ich muss erstmal noch wach werden. Ich weiß nicht, ob mir das heute generell gelingt. Ich bin ziemlich platt. Das waren quasi 5 Stunden Schlaf. Das war nicht so sonderlich viel. Mal gucken, wie der Tag noch so läuft. Wow. Oberarschloch gefunden. Ich habe gerade eine Nachricht bekommen von dem eBayer, der mein MacBook gekauft hat. Ich lese sie euch mal vor. Ich habe gerade das Gerät erhalten. Mal abgesehen von den starken Abnutzungsspuren und Pixelfehlern bzw. Kratzern auf dem Display funktioniert das Gerät erst gar nicht. Nach dem Start kommt man nach kurzem Ladevorgang in ein Verbotszeichen und es passiert gar nichts mehr. Erstens. Abnutzungsspuren waren auf den Fotos zu erkennen, in der Beschreibung drin und ich habe gesagt, es ist eine Delle obendrauf. Zweitens, Pixelfehler existieren bei diesem Gerät nicht genauso wenig wie Kratzer auf dem Display. Ich habe Fotos. Drittens, das Gerät startet deswegen nicht, weil kein OS installiert ist, wenn man das installieren muss. Wenn man keine Ahnung davon hat, schreibt man nicht so ein Bullshit rein. Ich bitte umgehend um Rückgabe des Geräts. Schau mal bitte in die Beschreibung. Privatverkauf, daher keine Rückgabe. Ist das ein Arschloch? Garnele 1994, du dummer Wichser. Du kannst mich mal schön am Spatz lecken. Ich werde dem jetzt zurückschreiben. Erstes Mal habe ich Fotos davon, dass das Gerät nicht so aussieht, wie sie es beschreiben. Und zweitens, wenn sie zu blöd sind, OS zu installieren, geben sie nicht mir die Schuld. Drittens, Rückgabe ist nicht, weil Privatverkauf. Ich bin fertig mit eBay. Wirklich, ich bin fertig mit eBay. Ich habe die Schnauze voll. Nur Arschlöcher. Vielleicht bin ich ein Magnet für Arschlöcher bei eBay, aber ich finde nur Arschlöcher. So. Ich habe dem lieben Menschen jetzt die 3 Punkte zurückgeschrieben. Nämlich das Gerät, dass ich Fotos habe, das Gerät in einwandfreiem Zustand war, zumindest in dem beschriebenen Zustand, dass es äußerliche Mängel hat, habe ich beschrieben und fotografiert. Genauso habe ich ihm geschrieben, dass ich auch eine Zeugin habe, die bestätigen kann, dass das Gerät so wie beschrieben weggeschickt wurde. Punkt 2, das OS ist nicht installiert, dafür muss man eine Tastenkombination gedrückt halten beim Start und dann kommt man in den Installer des OS. Das hätte man sich aber auch bei Google rauslesen können. Und ja, drittens habe ich ihm geschrieben, das war ein Privatverkauf. Es ist in der Auktion beschrieben, dass ich keine Rückgabe gebe, denn ich bin keine Firma und deswegen muss er damit jetzt klarkommen. Ich würde mal schwer behaupten, dass der jetzt Stunk macht, aber das ist mir ehrlich gesagt scheißegal, denn ich weiß, ich bin im Recht und ich weiß, ich habe die Sicherheiten von eBay. Ich habe einen Privatverkauf gemacht, ich habe das unten in der Beschreibung reingeschrieben, dass es ein Privatkauf ist. Ich habe alle Mängel beschrieben und ich habe alle Fotos reingesetzt. Dementsprechend weiß ich, dass eBay da auf meiner Seite ist. Und ja, das ist nicht mein Problem. Und wenn er mir eine scheiß Bewertung gibt, dann werde ich auch knallhart eBay anschreiben und sagen, dass diese Bewertung nicht gerechtfertigt ist und die bitte gelöscht werden soll. Denn der Service ist meiner Meinung nach mittlerweile auch drin. Es wäre auch schlimm, wenn er nicht drin ist, denn solche Pappnasen gibt es wahrscheinlich zuhauf bei eBay. Ist aber... wie lange bin ich registriert bei eBay? Ich glaube seit 2004 oder so. Das ist, glaube ich, das erste Mal, dass ich so einen Wichser bekomme. Also ich hatte schon fiese Kontakte bei eBay. Leute, die Waren nicht geschickt haben. Leute, die falsche Bestellungen oder die irgendwas von mir bestellt haben. Ich habe es rausgeschickt und dann sagen sie, oh nee, das ist mir jetzt aber peinlich, aber das wollte ich nicht. So, wo ich dann auch sage, es tut mir leid, das hätte man sich aber vorm Kauf entscheiden können. Und ich hatte auch schon so unangenehme Leute, mit denen man aber dann reden konnte und sagen konnte, ja, folgendes, so und so, nimm's an und dann war die Sache gegessen. Aber, also bei so einem Betrag, so eine Dreistigkeit habe ich bis jetzt noch nicht erlebt. Das ist hart. Vor allen Dingen, wen versucht er zu verarschen? Ich meine, das ist immer so doof.
wen will er denn jetzt verarschen? Mich? Ja, von mir hat er doch das Ding. Also ich weiß doch, wie der Mac aussah. Und ich weiß, dass er funktioniert. Es ist ja auf den Bildern erkenntlich. Und ich weiß, dass das Display nicht verkratzt ist. Und ich weiß, dass das Ding keine Pixelfehler hat. Ich weiß, dass da ein frischer Akku drin ist. Ich weiß doch all diese Sachen. Denn ich hab's doch verkauft. Also warum versucht er mich zu verarschen und mir zu erzählen, wie, in welchem Zustand der Laptop ist? Was... Wie blöd muss man denn sein? Das ist doch so, wenn ihr jemand anderen verarschen würde und sagen würde, ich habe von dem gekauft, ist Schrott, dann würde ich sagen, okay. Aber so? Neue Nachricht, mit dieser Antwort habe ich gerechnet. Ich gebe es direkt an PayPal weiter, in 2 Wochen habe ich mein Geld zurück. Alles weiter muss man dann sehen. Das wage ich zu bezweifeln, mein Freund. Das wage ich stark zu bezweifeln. Naja, dann werde ich jetzt eBay einschalten. Denn das lasse ich mir nicht gefallen. Ah, herrlich. Herrlich. Naja, der Typ hat sich offensichtlich nicht damit auseinandergesetzt, was es bedeutet, einen Einkauf zu tätigen. Meinetwegen. So. Ich habe gerade bei eBay angerufen. Und die nette Frau hat mir alle weiteren Infos quasi jetzt erklärt. Und zwar... soll ich den Käufer jetzt erstmal ignorieren. Ich habe ihm jetzt nochmal eine Nachricht geschrieben, dass eBay jetzt eingeschaltet wurde. Und ja, das läuft jetzt so ab. Bis zum 22. läuft noch eine Frist. Wenn er bis dahin weiterhin darauf beharrt, eine Rückgabe zu bekommen, dann muss er sich selbst ein Gutachten vom Laptop erstellen lassen, um zu beweisen, dass der Laptop nicht in Ordnung ist. Wie dann die Sache weiterläuft, weiß ich nicht, weil wenn er sich ein Gutachten erstellen lässt, ja, mein Gott, dann, keine Ahnung, tritt er halt einmal in den Bildschirm rein und dann ist das Ding kaputt und er kann sich ein Gutachten erstellen lassen, dass das Ding kaputt ist. Weiß ich nicht, wie wasserdicht das ist. Wie gesagt, ich weiß, dass ich im Recht bin und dementsprechend mache ich mir da eigentlich keinen Kopf. Und der wird jetzt vermutlich, ja, er hat mir gerade schon wieder eine Nachricht geschrieben, der wird jetzt vermutlich rumpissen, das ist mir jetzt egal. Der wird jetzt von mir einfach gekonnt ignoriert, wenn er beleidigt wird, wird er von mir auch noch gemeldet. Und das hilft ihm in der Situation mit Sicherheit nicht. Wir können ja mal gemeinsam reingucken. Können wir sehr gerne so machen. Ich lade nun noch ein paar Bilder hoch. Die Bewertung folgt und die Bewertung wird wieder gelöscht, weil sie uns, ja... weil der Kauf ja momentan noch in der Schleife steht. Ach, der Typ ist... 22 ist er alt. Na, herzlichen Glückwunsch. Noch nichts von der Welt gesehen, aber Maul groß aufreißen wollen, ne? So haben wir es gerne. Ach, du Vogel. Naja, dann lad Bilder hoch. Viel Spaß damit. Nicht mein Problem. Naja, wie gesagt, ich bin im Recht. Das weiß ich. Ich habe Zeugen, ich habe Bilder. Ich habe einen versicherten Versand gemacht. Ich habe in der Beschreibung alles drinstehen, so wie es sein soll, um mich da abzusichern. Das heißt, wenn allen Ernstes auf irgendeine Art und Weise dieser Typ sein Geld bekommt und ich das Geld zurückzahlen muss, dann muss ich ganz ehrlich sagen, das wäre ein Grund, warum ich vor Gericht gehe. Weil, also, wenn es dazu kommt, dann, wow. Wow, das wäre erbärmlich für eBay. Das bedeutet, als Verkäufer hat man keine Sicherung. Absolut keine Absicherung, gar nichts. Ich meine, das ist ja das Ding. Jeder Mensch kann das ja machen. Wenn der Laptop, nee, gut, in dem Fall kann ich das nicht machen, weil das war ja ein Privatkauf. Aber wenn, weiß ich nicht, schieß mich tot. Wenn ich bei eBay jetzt einen Fernseher kaufe oder eine Tastatur, völlig egal, was ich kaufe. Ich kann ja jederzeit sagen, das Ding ist kaputt. Ich habe es bekommen, es ist kaputt. Die Tastatur, da fehlen ja Tasten. Die ist ja verkratzt, soll doch neu sein. Ich meine, das kann ich ja immer behaupten. Jederzeit als Käufer. Und das wäre ein Witz, wenn dann jeder Käufer sofort sein Geld zurückbekommt. Das wäre ja völlig beknackt. Also das wäre ja die absolute Höhe. Wenn das gerechtfertigt wäre, okay, kein Ding. Aber dann muss man mir nachweisen,
dass das nämlich, dass das der Fall war. Dann fühle ich mich nämlich hier im Zweifel für den Angeklagten, ne? Von wegen, beweis mir erstmal, dass das Ding kaputt war, als ich es rausgeschickt habe. Das möchte ich gerne sehen. Und ich weiß ja, dass es nicht so ist. Und Lou weiß, dass es nicht so ist. Ihr wisst, dass es nicht so ist. Ihr habt das Ding ja gesehen. Also es ist schon lächerlich. Es ist wirklich lächerlich. Ich ärgere mich, wisst ihr, dieses ganze Prozedere ist mir eigentlich völlig Jacke. Was der Typ da jetzt für eine Veranstaltung macht, ist mir scheißegal, soll er machen. Aber was mich am meisten ärgert und ankotzt, ist, diesem Wichser habe ich auch noch eine kostenlose Tasche reingesteckt. Und ich war kurz davor, noch auf die Tasche irgendwie einen Zettel drauf zu kleben, gratis Goodie, viel Spaß damit. Oder irgend sowas, eine freundliche Nachricht zu hinterlassen. Ich war so kurz davor, wirklich dann noch oben einen draufzusetzen und ich bin schon überfreundlich und dann wird man noch so verarscht. Wisst ihr, dann kommt nichts Positives, sondern dann kommt so eine Scheiße. Und der Typ hat nicht mal eine Ahnung von dem, was er da macht. Er wusste ja nicht mal, wie man das OS installiert. Es kotzt mich so an. Menschen kotzen mich so an. Das ist der Grund, weswegen man irgendwann misanthrop wird. Wem willst du denn noch vertrauen? So, du hast keinen Bock mehr, irgendwo was zu kaufen, denn im Zweifelsfall bekommst du irgendeinen Wichser, der das Ding nicht rausschickt. Du hast keinen Bock mehr, was zu verkaufen, weil im Zweifelsfall bekommst du so einen Wichser. Das ist doch scheiße. Dann kann man es auch gleich lassen. Dann handeln wir jetzt nur noch über Amazon. Das nervt mich. Das ist so menschlicher Abschaum. Naja. Wie gesagt, ich kann nichts machen. Ich kann jetzt nur warten. Und das war's. So, es ist jetzt Abend. Viertel vor sieben. Ich bin durch. Der ganze Stress hat mich jetzt heute ziemlich platt gemacht. Ich hab Kopfweh wie Sau. Lou kommt jetzt gleich nach Hause, die muss noch auf den Zug warten, denn die hat den ganzen August keine Übungsabende am Mittwoch, das heißt, die kommt ja immer ein gutes Stück früher. Ja. Zumindest ist jetzt die Hitze heute überstanden, jetzt wird es nur noch kühler, zumindest heute. Dann morgen noch einmal richtig durchpowern durch die Monsterhitze, ich glaube, das wird morgen dann der heißeste Tag. Warte. Ich gucke. Morgen 36 Grad. Ich glaube, das wird der heißeste Tag erstmal. Und dann geht's bergab. Dann wieder 34 Grad, so wie heute. Und dann schlagartig 23 Grad, 23 Grad, 23 Grad, 24, 26, 28, 28. Es geht schon wieder hoch Richtung nächster Woche, aber solange es unter 30 Grad bleibt. Das heißt, ja, jetzt noch 2 Tage durchpowern. Und das ist endlich überstanden. Oh, meine Handyhülle ist gekommen. Hier. Metallrahmen. Gefällt mir an sich ganz gut. Passt sehr gut. Ist auch very low profile. Also wirklich ganz, ganz, nur ein ganz klein bisschen Rahmen. Gefällt mir gut so. Weil dann stört es mich nicht, dass da ein Rahmen ist. Das Einzige, was mich stört, ist hier hinten, das ist auch Glas. Bei mir. Oder so Kunststoffglas, whatever. Da war auch eine Schutzhülle drauf, die musste ich aber abmachen für das Gehäuse hier. Das hat nicht gepasst, die hat sich so überlappt und dann ist an den Enden überall, hat sie sich so hochgedrückt, wenn ich den Rahmen drum gemacht habe. Naja, was soll's. Das einzige Problem bei dem, ich weiß nicht, ob es an dem Handy liegt oder an, ja, sobald ich da Metallrahmen dran mache und lege das irgendwo hin, auf den Tisch oder so, wenn das dann vibriert, dann hat der Vibrationsalarm aber ordentlich Schub, das ist richtig laut. Bisschen blöd. Ja, YouTube-Empfehlung wird heute mal richtig interessant, denn das ist super spontan. Den Kanal habe ich nämlich vor circa 3 Minuten gefunden und finde den so geil, dass ich ihn euch unbedingt empfehlen will. Nämlich VGM Hall of Fame, also Videogame Music. Und der Kanal ist fantastisch. Ich verstehe nicht, warum der nur 1300, 1400 Abonnenten hat. Ich schaue mal gerade, wie viele Videos da drauf sind. Ach Gott, das sieht man ja bei der neuesten Version von YouTube wieder nicht mehr, ne? Es sind auf jeden Fall jede Menge Videos drauf.
kann man absolut empfehlen. Es ist ein Kanal, der unglaublich viele Videospielmusiken reinstellt. Und zwar hier, ich sehe, warte mal, Beispiele zum Beispiel, was haben wir hier? Shenmue. Das ist Zufall, das war wirklich gerade ganz oben. Shenmue oder Dragon Knight 4, Shinobi, Phalanx, Asuka, was haben wir hier noch? Viele japanische Sachen, die ich nicht aussprechen kann. Castlevania Rondo of Blood, aber auch modernere Sachen. Ich habe schon eben so einen 2015er Soundtrack gesehen, Sachen von der PlayStation 2 habe ich gesehen. Und viele, viele PC, Amiga und Atari-Sachen, die garantiert jedem irgendwie entgangen sind. Und da sind so geile bei, leckt mich am Arsch. Das ist der Hammer teilweise. Schaut da mal rein, wenn ihr ein bisschen musikaffin seid, ein bisschen sowas für Retro-Musik in eurem Herzen habt, das ist richtig geil. Tobt euch da aus. Link natürlich unten in der Beschreibung. Gut, dann sehen wir uns vielleicht nachher nochmal, wenn ich mit Lou Tschüss sag. Oder ich bin bis dahin eingeschlafen, dann tut's mir sehr leid und ich sage morgen früh nochmal Tschüss. So, 10:30 heute Abend. Jetzt gibt's Essen. Pizza. Jede Menge lecker Pizza habe ich mir gemacht. Lecker Pizza, lecker Pizza. Dafür kann ich nur wirklich nichts. Los Pizza. Käselastig. Also ja, unter dem Käse ist Teig. Da ist dann die Pizza. Du hebst dir deine für morgen auf, weil du morgen nimm Pizza essen willst. Genau, ich esse jetzt ein bisschen was und morgen ein bisschen was. Mal gucken, ob ich heute noch pennen kann. Ich laufe gerade aus. Ja. GLS. GLS macht mich gerade ein bisschen durcheinander. Und zwar gibt es ja diese Webseite Parcello, nennt die sich. Da kann man Sendungsverfolgung machen. Und die sind oft ein bisschen genauer, vor allem geben die auch eine Uhrzeit an, wann das ungefähr kommen könnte, weil die dann auch verschiedene Sendungen vergleichen einfach. Und die haben mir eben gesagt, dass eben, so um 10 Uhr oder so, haben die gesagt, dass das Paket um 10:30 heute Morgen kommt. Das haut ja irgendwie nicht so richtig hin, wie auch immer das funktionieren soll, Zeit. Rückdrehungszeit DeLorean Lieferauto GLS. Und die GLS-App, die ich auf dem Handy habe, sagt mir, dass das Paket jetzt gerade in der Abholung ist, also jetzt erst in das Zustellungslager gefahren wird, über Nacht wahrscheinlich. Was auch gut ist. Und auf der Webseite von GLS steht, dass es um 14 Uhr heute ins Zustellungsfahrzeug geladen wurde. Das heißt, ich habe drei verschiedene Varianten. Einmal von Parcello und zwei verschiedene von GLS selbst. Naja. Zumindest scheinbar bestehen die Chancen, dass es morgen kommt. Mal gucken, mal gucken. Ja. Gut. Dann war es das für diesen Chaos-Vlog. Ja, war ja eh nicht so schön heute, ne? Gut, wir sehen uns dann morgen in alter Frische. Vermutlich in einem Eis, in einer Badewanne voller Eiswasser. Und mit einer Niere weniger. Ne, Quatsch, das war ein anderer Film. Ja, wir sehen uns morgen. Hoffentlich mit ein bisschen erträglicherem Wetter. Was laber ich da? Ich weiß ja, dass es noch schlimmer wird. Bis dann!